Weggehen oder bleiben? Da waren wir in der letzten Folge stehen geblieben in Copycat, liebe Leute. Oh. Ja, letzte Folge war schon ein bisschen. Ja, da kam auf jeden Fall bei mir, ich weiß ja nicht, wie es bei euch war, aber gefühlsmäßig kam da schon ein bisschen, ja. Wegen den Vögeln und ja. Ich will gar nicht so viel quasseln, wir machen mal weiter. Weggehen oder bleiben? Wir bleiben jetzt mal. Oder gehen wir weg? Weggehen bringt ihr müsst ja. Bleiben? Vielleicht hat Olive mich nicht erkannt. Ich werde hier warten. Wir können auch noch ein bisschen jaulen, oder? Ich bin sicher, Olive kann zwei Katzen halten. Ich werde das vorschlagen, wenn ich sie sehe. Oh, wir warten einfach. Ich hoffe, sie kriegt. Sie wird nicht. Ja, wir warten. Ich darf einfach nicht so viel nachdenken. Wir warten. Olive, ich werde ein bisschen ungeduldig. Familien sperren sich nicht gegenseitig aus. Oh, wo führt das noch hin? Mann, 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 Mann. Rats. Die Ratten. The Ratten. Tja, jetzt sitzen wir hier. Ja. Und wissen nicht wohin. Dawn, was machen wir denn jetzt? Warum hat Olive die Tür nicht aufgemacht? Ja, das wüsste ich auch gerne. Warum? Liebt sie mich nicht mehr? Habe ich etwas falsch gemacht? Eigentlich nicht. Habe ich sie wütend gemacht? Olive hat mir ein Halsband geschenkt. Ah, das hängt auch noch in der Hecke. Ich dachte, das hätte etwas zu bedeuten. Hat es bestimmt. Nun, ich schätze nicht. Anscheinend nicht. The wildcat must pull herself together. Doubt is a sign of weakness. Ja, zusammenreißen, Zweifel, ja, Schwäche und so. Ja, es ist aber alles nicht so einfach, so als Kampfkatze, ne? Das ist einfach, ja. Oh. Tiara, come here, darling. Puss, puss, puss. Sich der Mutter Tiara, nähern, it's sich dinner dem Kind time. nähern. Ist auch wieder so. Jetzt was, ja. Entscheidung hier. Sich der Mutter nähern oder sich dem Kind nähern? Wir sind ja nicht Kiara. Aber wir haben Hunger. Ach, das ist jetzt auch wieder so eine Sache, ne? So.
Wie ist die Entscheidung? Wie wird das ablaufen, wenn ich jetzt zu der Mutter gehe? Wie wäre es, wie würde es sich entscheiden, wenn ich zum Kind gehe? Wir sind ja nicht Chiara, wir wollen Chiara ja nichts wegfuttern. Ich geh mal zum Jungen. Ich mach's. Ich geh mal zum Jungen. Wir gucken mal. Habt ihr es gespielt? Seid ihr zur Mutter gegangen? Gerne eine Rückmeldung, was da passiert ist. Kitty. Beißen? Nein. Lass ihn streicheln. Warum beißen? Nein. Außer er wird leicht. Nein, der bleibt doch liegen. Guck mal, wie schnurren. Don't touch that thing, Henry. Shoo, get away. Ah. Da fragt man sich, warum haben die Katzen, hat die eine Katze, wenn sie so anderen Katzen so bis so aggressiv ist? Passt das Ding nicht an? Wie sieht denn ihre Katze bitte aus? Oder? Naja, wer weiß. Bestimmt gestriegelt und hast nicht gesehen, Schleifchen in. Na, ihr wisst schon, was ich damit meine. The wildcat grows hungry. Bet you wish you had that gooey eggshell to lick, instead of leaving it at Olive's door. Die gute alte Eierschale. Man wird sie nicht vergessen. I love you. I love you more than you know. Keine Beachtung für uns. Okay. Many wildcats roam for up to 2 hours daily, traveling large distances for their next meal. Ja, weite Strecken, das wollen wir aber doch eigentlich gar nicht. Können wir da rum oder gehen wir auf die. Ne? Können da nicht rum, ne? Oh, wir können nur geradeaus? Ah, wir können nur geradeaus. Road closed. Vogel. Naja, lass jemand den Vogel. Da sitzt jemand. Ich finde ja ganz ehrlich den Sound ein bisschen. Bis auf die Stimme, die ist ein bisschen laut. Audio. Lautstärke der Stimmlautstärke. Hier, kein Wunder. So, machen wir mal auf 80. Ach, ich habe die Musik aus. Da gab es. Die Musik läuft die ganze Zeit. Haben wir das die ganze Zeit ohne Musik gemacht? Die Tour eben an der Straße, bis wir sie jetzt ja auch, ist mit nur Musik. Soll ich sie mal auf 8 lassen? Master Lautstärke. Lautstärke. Das ist auf 100. Master. Machen wir das 75. In die Sprache. Machen wir das mal auf 70. Die Stimmlautstärke. Mal gucken, wie das. Da ist nicht zu laut die Musik. Es geht. Der Herr ist auch frustriert. Habe ich vorher gar nicht dran gedacht, so mit der Musik. Bringt ja auch ein bisschen so die Stimmung so ein bisschen mit rüber wegen Musik, aber erst recht, wenn das so ein bisschen so die traurige Phase, je nachdem, was dann halt denn in der Zeit da für Musik dann läuft oder da abgespielt wird. Ich glaube, gerade ist die Musik aus.
wollen wir eigentlich hin? Wir können ja nur nach rechts. Wir können auch nicht mal rüberflitzen. Also schneller laufen. Oh, ein schöner Parcours. Nothing in this house is ours. Everything is yours. I have to go. Where are you going? Away from you. Ach ja, die Menschen, ne? Die übliche, der übliche Beziehungsstreit. Jahrelang geht's gut, irgendwann knallt's. Das zum Beispiel wegen der Musik. Hätte ich das gewusst, hätte ich in bestimmten Situationen schon vorher angestellt, die Musik. Nicht dran gedacht. Oh, ja. Ein Pool. Warum nicht? Big cats are considered apex predators in their respective ecosystems. But there comes a time, Dawn, when it's convenient for the wild cat to stay on the, how should we say, the quiet side? Hm. Das wird's interessant. Ich habe irgendwann schon damit gerechnet, mit Hunden, ne? Also... I'm sure he's a good boy, but we don't want to stick around to find out. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht hier bleiben, das herausfinden. Nein, das wollen wir nicht. Is now a good time to sneeze? I don't think so. It's right. It's just at the back of my throat. You know, it's really, it's just. No, I'm good. We're fine. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Nein. Go for it, Dawn. You're nearly there. Aha, was zu essen? Natürlich, Hundefutter geht auch zur Not. Spot a State Level. Ah, mein Schleichlevel sozusagen. Ah, hau rein, Dawn, hau rein. Alles für dich. Ich weiß, es ist kein Katzenfutter, aber ich denke, das wird reichen. Ja, das reicht. Soll kein Dauerzustand werden, aber es wird reichen. Zur Not hättest du rechts ja noch einen schönen großen Knochen.
Ach du Heilige. I think we've been spotted. Run! Da gab es ein bisschen was zu futtern, aber das war aber eine knappe Situation da mit den beiden. Hallo Dawn. Hallo. Oh, aha. Was ist das für ein Geräusch? Oh! Ich hab mir das schon fast gedacht. Es wäre ja auch zu einfach gewesen. Viel zu einfach. Olive, wo bist du? Olive. Ich brauche dich, Olive. Es tut mir leid, was ich falsch gemacht habe. Olive, hilf mir. Oh, der Zwergengarten. Wir kennen ihn ja, den Zwergengarten. Den Zwerggarten. Oh. Los, schnell weg. Ah, fast. Kommen wir halbwegs hoch? Wir schauen mal. Nicht, dass ein Hund jetzt... Ui, nicht, dass ein Hund jetzt nicht springen könnte, ne? Ach, ja, Entschuldigung, du warst ein bisschen zu schnell. Und ich könnte auch helfen. Snickers. Der gute alte Snickers. Weggehen? Ich gehe doch nicht weg. Ich helfe dir natürlich. This is no time to dilly dally, Dawn. Let's get going. Na, wir wollten ja nur helfen. In manchen Situationen müssen auch Tiere, ne? Der Feind meines Freundes. Nee, ihr wisst schon, was ich damit meine. Immer noch auf der Flucht hier, Dawn. Immer noch. Ja, immer noch. Das war sehr knapp, Dawn. Wir wollen doch nur rein nach Olive. Olive. Lass mich rein, ich habe Angst. Also wenn jetzt keiner kommt, dann weiß ich auch nicht. Wir wollten dir erst helfen und jetzt machst du sowas? Das ging in die Hose, glaube ich. Das Licht geht an. Das ist schon mal gut. Wo bleibt denn Olive? I'm gonna see who he belongs to. You go back to bed, Mum. What a night. Hush, baby, it's all right. The dog's gone. You're safe. Ausweichen, einfrieren? Was? You're all muddy. Why aren't you that wee cat that stopped by the other day? Ja, sind wir doch. I'll be right back, honey.
Olive ist gleich wieder da. Das war echt eine Nacht. Und die Nacht ist noch nicht mal vorbei. Rats. Laufen einige Ratten hier rum, wa? Wasser. What is it, sweetie? You can tell me. Das ist wieder schlau gemacht. Miauen, miauen. Was ist das richtig? Miauen. It's time for me to go back to bed. Finde ich auch. Es waren ein paar anstrengende Tage. Gehen wir ins Bett, Ulle. Naja, ich glaube. I can't take you inside, honey. I already have a cat. Sorry. You've been through a lot tonight, so take care now. Das wäre auch zu leicht gewesen. Das ist ein Missverständnis. Ich gehöre ins Olive Haus. Doesn't remember who you are, Dawn. Olive, ist das so? Ist das alles nur ein böser Traum? Ich glaube nicht. Oh Mann, da wird man schon wieder so ein bisschen seminental. Ja. Okay. Der Dorn, er träumt. Der Dorn. Ein Riesennapf. After days of no food, the wildcat must eat. Ja, es gab so was zu trinken, aber nichts zu fressen, ne? Okay. Liebe ja so jump and runs. Naja, nicht wirklich.
Wir haben doch nur ein bisschen Hunger. Springst! Und der ist so tief und leer, das war irgendwie klar und da ist nichts zu essen. Diese Situation haben wir schon mal erlebt. That night, in the bathroom. Why did you snuggle up with me if you were planning to leave me? Why did you pretend to be my family? Why did you pretend to love me? Ich liebe dich, Olive. Ich wusste es nur damals nicht. Ich habe noch nie jemanden geliebt. Ich bin nicht für die Wildnis geschaffen. Kann ich nach Hause kommen? Liebe Leute, wir müssen gleich die Folge beenden. Juni. Ein sehr schöner Morgen auf jeden Fall. Ich werde diesen Vorgarten nie wieder verlassen. Hunde sind furchterregend. Ach, da ist ja das Halsband. Dorn? Was überlegst du da, Dorn? Halten zum Schleichen. Big cats are highly territorial creatures. Dorn, if you want your home back, you will have to fight for it. Don't let her push you around, Dawn. This is your home. Warst du derjenige, der mich nachts durch das Fenster angestarrt hat? Hast du das geplant? Excuse me? We do not use that kind of language here. Good grief. Dawn doesn't care if you're the original. Dawn, stop it. Oh, no. What have I done? Come here, little one. Let's go for a ride before May wakes up. Wo fahren wir jetzt hin?
Ich kann mir schon denken, wo wir hinfahren, aber... You okay back there, darling? Ach, so wie die Reise begann, wird sie auch enden, oder? Oder ich... ich bin so froh, dass du einsiehst, dass das ein großer Fehler ist. Wildcat has finally been accepted by the Pride. Ach, Leute, es ist so tragisch. Na, zumindest sieht das nicht nach einem Tierheim aus. Ich bin mal einfach still, wir gucken. Sorry. I know who you are. It was a mistake to adopt you both. I can't have two cats. Olive. I don't know how long I'm going to be around. This place is better for you. No cages, less cars and dogs. You'll be safe here. Warte, Olive, wohin gehst du? I'm sorry, sweetie. Lass mich mitkommen. Ich werde brav sein, ich werde die beste Hauskatze sein. I'm sorry, Dawn. I'm so sorry. I give my full consent that my adopted cat will become a part of my life moving forward. Ich kann nicht mehr folgen, Olive. Komm zurück. I agree to treat this cat in a humane, loving and respectful manner. This cat will live under my roof and have a place to call home. Okay. Well, she's all yours. She's found her new family. She has. Das Wetter auch wieder so passen, ne? Ich will nicht lügen, aber mir kam eben auch so ein bisschen. Also mit dem da nicht die Tränen kommen so oder zumindest feuchte Augen so. Na, da weiß ich auch nicht.
Habe ich ja selten im Spiel. Habe ich das überhaupt schon mal gehabt? Ich weiß es gar nicht. Wenn, ist es Jahre her. Von der Geschichte her und... Oh Mann, ist das... Ja. Wollen wir draußen auf dem Land, mitten im Regen? Wo sollen wir hin? Wie soll Dorn an Essen kommen und... Wow, that was weird. It was almost like Olive wanted to leave you behind. Hm? Das wollte sie aber auch. Das wollte sie auch. Das wollte sie auch. So, liebe Leute, wir gucken gleich mal, wie es dann weitergeht, sonst das Video an dieser Stelle beenden. Okay, wir träumen wieder. Ich hab's jetzt mal laufen lassen, weil ich gedacht habe, das wäre jetzt das Ende von dem Spiel. Und ja. Wir machen das in der nächsten Folge. Ich mache hier mal einen Cut, mach dann weiter und dann, ja, ich muss jetzt gerade mal ein bisschen runterkommen. Ihr sicherlich auch. Und danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten. Eventuell wird das dann die letzte Folge. Es könnte sein. Ich weiß nicht, wie lange das halt noch geht. Und. War jetzt schon traurig genug gerade. Für mich zumindest auch so, ja. Also, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Und selten so eine schöne... Ja, muss man erstmal drauf kommen, die Geschichte zu schreiben von dem Spiel und sowas. Und vielleicht muss man das auch selbst erlebt haben und daraus ein Spiel zu machen. Man weiß es nicht. So. Ich werde... das Video beenden und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.